Hi Leute, ich bin's, Marc von German Comic Books. Ich habe heute drei Comics für euch dabei, die ich euch vorstellen werde. Das ist einmal mal wieder ein Manga, und zwar Roter Schnee von Reprodukt. Dann habe ich für euch dabei Ten of Swords, das X-Men-Event, was jetzt mit dem ersten von insgesamt zwei Bänden gestartet ist. Und den Noir Burlesque von Enrico Marini, der jetzt aktuell bei Carlsen erschienen ist. Den Anfang macht der Manga Roter Schnee von Susumu Katsumata. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Das ist bei dem Verlag Reprodukt erschienen, in einem typischerweise oder im typischen Manga-Format. Allerdings ist das hier in so einem Pappumschlag gehalten. Das gefällt mir hier ziemlich gut. Hat auch innen drin so eine schöne rote Farbe im Innenbereich des Bandes. Von der Optik her und von der Aufmachung her hat mir das schon mal sehr gut gefallen. Ich hatte eine Leseprobe auf der Seite des Verlages gesehen und muss ehrlich gesagt sagen, mir war gar nicht klar, dass es sich dabei um einen Manga handelt. Ich hatte eigentlich gedacht, dass das so ein leicht cartooniger Comic ist. Ist jetzt ein Manga gewesen, fand ich aber gar nicht so schlimm. Ich habe jetzt letztens ja auch einen Manga gelesen, den Attack on Titan, den ich euch vorgestellt habe. Da bin ich eigentlich auch mit klargekommen. Tut mir immer so ein bisschen schwer, einmal so in die richtige Richtung zu lesen, aber sobald ich da einmal im Flow bin, klappt das eigentlich ganz gut. Das ist eine Ansammlung von Kurzgeschichten, die uns der Künstler hier präsentiert. Die wurden alle schon so in den 70er, 80er Jahren geschrieben und sollen so um 1940 herum spielen, so vor dem Kriegsbeginn. Das ist so die Umbruchzeit, wo quasi das traditionelle Japan mit dem modernen Japan so ein bisschen zusammenstößt und sich das Ganze so ein bisschen im Umbruch befindet. Und diese ganzen Geschichten, die 10, die wir hier präsentiert bekommen, die spielen alle so im ländlichen Japan. Das heißt, wir lernen dort viele Bauern kennen, Arbeiter kennen, die auf dem Land oder teilweise auch bei der Produktion von Reisschnaps oder sowas helfen, die eigentlich alle eine relativ harte Tätigkeit ausführen. Das heißt, es wird gezeigt, wie das Leben dieser Bewohner auf dem Land damals war. Und das war alles andere als einfach. Also es wird viel mit Klischees gespielt. Das heißt, wir lernen die Männer kennen, die wirklich hart arbeiten und außer der Arbeit eigentlich gar nicht viel Freude haben. Das Einzige, was sie dann haben, womit sie sich beschäftigen können, ist dann halt eventuell Sake trinken oder Frauen, mit denen sie halt Spaß haben wollen. Und das ist dann teilweise die eigene Frau oder auch mal der ein oder andere Besuch im Bordell, der dann da stattfindet. Und das ist so das Klischee, in dem diese Bände spielen. Und wir lernen halt, ich gebe jetzt nur ein Beispiel von einer Kurzgeschichte, die mir sehr gut gefallen hat. Ist die Geschichte Maulbeeren. Das ist auch die erste Geschichte in dem Band. Da lernen wir halt ein kleines oder ein jüngeres Mädchen kennen, die Maulbeeren pflückt und diese isst auf dem Baum. Dann kommt halt ein Junge dabei, der irgendeine Arbeit verrichtet und regt sich halt auf, dass die nicht am Arbeiten ist und diese Maulbeeren halt isst. Und wir erfahren halt im Laufe dieser Kurzgeschichte, dass das Mädchen in einer Gaststätte arbeitet. In dieser Gaststätte arbeiten die Angestellten aber auch als Prostituierte. Und zwar die Älteren, die dort arbeiten. Das Mädchen selber aktuell noch nicht, wird aber auch schon teilweise versucht, von den Gästen so ein bisschen anzutatschen. Das bekommt man an der einen oder anderen Stelle mit. Und der Junge spielt dann halt so, bringt dann den Einwurf, dass sie, wenn sie so viele Maulbeeren isst, dass sie ja Durchfall bekommt und dann kann sie gar nicht in der Gaststätte arbeiten. Dann, das würde dem Chef sagen oder der Besitzerin sagen, dass sie dann da Ärger bekommt, weil sie ja mit Durchfall halt nicht mit den Gästen irgendwie in Kontakt gebracht werden kann. Und da merkt man so ein bisschen, dass das wird halt nur so leicht angedeutet, dass der Junge eigentlich gar nicht so richtig weiß, warum das Mädchen das macht. Es möchte natürlich Durchfall bekommen, einfach damit das keinen Kontakt mit diesen aufdringlichen Gästen halt hat. Und dieser Streit zwischen dem Jungen und dem Mädchen, der auch so auf kindliche Art und Weise eskaliert und der Junge am Ende das Mädchen dann halt mit diesem Maulbeeren beschmeißt, sodass das Kleid dann durch diese Maulbeeren untenrum bei dem Mädchen befleckt ist. Und dann sieht man halt so ein bisschen die Verzweiflung in dem Gesicht des Mädchens, weil einem als erwachsener Leser dann klar ist, dass das bei der Besitzerin dieses Etablissements gewertet werden kann, dass das Mädchen quasi zur Frau geworden ist und dadurch der Tätigkeit als Prostituierte auch nachgehen müsste.
Und das sind solche Geschichten, die wir hier in diesem Band ganz viele haben, die alle auf so einer leichten Ebene Sachen andeuten. Teilweise werden dafür japanische Folklore-Wesen benutzt, wie Kappa, die dann hier eine Rolle spielen. Und das macht der Autor und Zeichner hier ganz geschickt. Er bringt also all diese Kleinigkeiten, diese Geschichten zusammen, erzählt kurz und prägnant, was passiert, aber überlässt letzten Endes dem Leser so ein bisschen die Verbindung aus diesen Informationen zu ziehen und so ein bisschen was da rein zu interpretieren. Und das, was ich euch jetzt gerade erzählt habe, war meine Interpretation dieser ersten Story, die aber nicht sehr plakativ ist und dem Leser quasi so ein bisschen die Freude gelassen wird, da selber was rein zu interpretieren. Und das hat mir echt gut gefallen. Das haben wir hier bei ganz vielen dieser Geschichten, die hier immer wieder auftauchen. Da gibt es halt einen Mönch, der die Frauen sind halt in so einem Dorf relativ allein, weil die Männer für längere Zeit abwesend sind, um halt irgendwo hart zu arbeiten außerhalb. Und dann kommt da halt so ein Mönch vorbei und der wird dann, damit das keiner mitbekommt, wenn er sich bei den Frauen aufhält, im Sack rumgereicht und jede Frau hat diesen Mönch dann mal für ein, zwei Nächte. Und dann gibt es andere Geschichten, wo dann, wenn eine Frau in Abwesenheit des Mannes dann plötzlich schwanger geworden ist, dann war das halt der Kappa, der die Frau geschwängert hat und vorbeigekommen ist. Also dieses Fabelwesen mit der Schale auf dem Kopf, was sich in der Nähe vom Wasser halt aufhält und dadurch auch besondere Kräfte hat. Das sind alles so Sachen, die wir nebenbei erfahren und die mir persönlich echt gut gefallen haben. Der Zeichenstil des Künstlers, der hat mich doch relativ stark an den Zeichenstil von Stan Sakai, der auch schon Usagi Yojimbo gezeichnet hatte, erinnert. Kommt also von der Optik her, finde ich, relativ nah daran. Das Einzige, was wir hier wirklich haben, ist, dass es abgeschlossene Kurzgeschichten sind, also nicht wie bei Usagi Yojimbo. Das haben wir natürlich auch sehr viele Kurzgeschichten, die aber insgesamt eine Gesamtgeschichte, Gesamtkonstrukt ergeben. Das ist in diesem Band hier nicht so. Das sind wirklich für sich genommene Kurzgeschichten, die man meiner Meinung nach auch nur als erwachsener Leser wirklich richtig interpretieren und verstehen kann. Ist also für Kinder, denke ich, eher ungeeignet. Dadurch, dass diese Bände oder die Geschichten in den 70er, 80er Jahren gezeichnet wurden, sind die noch relativ, also schwarz-weiß ist es sowieso, ist relativ üblich beim Manga, aber es gibt hier relativ wenig Grautöne, die genutzt werden. Die haben wir zwar auch in diesem Band, aber es ist schon ein ziemlich kontrastreiches Schwarz-Weiß, was wir hier sehen. Und das geht auch leicht in den etwas cartoonigen Stil über. Dieser cartoonige Stil hat mir gerade in Verbindung mit den doch relativ ernsten Geschichten, die hier vermittelt werden, nicht so hundertprozentig gut gefallen. Passt noch, hat auch, wie gesagt, vom Zeichenstil her hat es Spaß gemacht, das anzugucken, aber wie gesagt, in Verbindung mit diesem Thema weiß ich nicht, ob das ein Stilmittel sein soll, kann durchaus vom Künstler so als Stilmittel genutzt worden sein, fand ich aber an der einen oder anderen Stelle nicht so ganz passend. Da hätte ich einen etwas realistischeren Zeichenstil etwas besser gefunden, das hätte besser zu diesen ernsten Themen, die hier teilweise angeschnitten werden, gepasst. Insgesamt hat mir der Band aber gut gefallen und jeder, der Spaß an ernsthaften Geschichten hat, gerade vielleicht mal im Bereich Manga, dem sei dieser Band auf jeden Fall empfohlen. Bevor ich aber jetzt zu einem abschließenden Fazit komme, würde ich sagen, schauen wir mal ganz kurz zusammen ins Artwork rein. Ja, wie schon erwähnt, finde ich, ist der Stil von Susumu Katsumata, den er hier zum Zeichnen anwendet, ziemlich stark an dem orientiert, was auch Stan Sakai, wie gerade schon erwähnt, in seinen Zeichnungen bei Usagi Yojimbo macht. Hier geht es mir allerdings so ein klein bisschen zu sehr in den cartoonigen Bereich. Es ist nicht so, dass der Künstler das nicht kann. Das sieht man hier auch an einigen Zeichnungen, die wirklich extrem gut gelungen sind. Es scheint wirklich ein Stilmittel zu sein, was er hier einsetzt. Ich finde es allerdings von der Ernsthaftigkeit der Story nicht immer so hundertprozentig passend. Das hat mich so ein klein bisschen gestört. Ansonsten ist es aber handwerklich großartig gemacht und für die damalige Zeit wirklich eine sehr, sehr gute Arbeit. Ja, Artwork habe ich ja gerade schon gesagt, gefällt mir recht gut, ist natürlich etwas in die Jahre gekommen und gerade diese Verbindung, die ich gerade schon angesprochen hatte, dieser cartoonige Zeichenstil mit diesem ernsten Thema hat für mich nicht so hundertprozentig gut zusammengepasst. Insgesamt hat es mir aber Spaß gemacht, die Kurzgeschichten zu lesen, diese zu interpretieren und ja, einfach kurz in diese Geschichten rein zu versinken. Von daher
der Band von mir. Solide 6 von 10 Punkten und ist eine klare Empfehlung. Das heißt, ihr könnt das Ding bedenkenlos kaufen, lesen. Mir hat es Spaß gemacht und ich denke, jeder, der so ein bisschen Manga-affin ist und auch auf reifere Geschichten steht, wird da eine Menge Freude dran haben. Der zweite Band, den ich euch heute vorstelle, ist Ten of Sword. Ist auch beim Panini Verlag erschienen. Das Ganze ist dort als Paperback und als Hardcover Paperback erschienen. Ich habe jetzt hier aktuell das Hardcover Paperback vorliegen. Das hat genau wie das Softcover, die Softcover Variante, etwas über 320 Seiten. Kostet hier in diesem Fall 45 Euro, ist auf 222 Stücke limitiert. Und das Ganze ist hier von unterschiedlichen Künstlern geschrieben, unter anderem von Jameson Hickman, der auch für die reguläre X-Men-Reihe verantwortlich ist. Und das ist eigentlich die Fortsetzung von dem, was im Band 2 oder zum Ende des zweiten Bandes, des zweiten Paperbacks quasi endete, ist das die Fortsetzung. Wir haben also zum Ende des zweiten Bandes gesehen, dass die X-Men oder die Mutanten mit Apocalypse in diese andere Dimension gereist sind. Oder einige Mutanten in diese andere Dimension gereist sind, durch das Portal nach Otherworld gelangt sind. Und in diesem Band erleben wir halt, wie es zu einer Konfrontation mit einigen Dämonen und Monstern kommt, die sich dort in dieser Dimension bekriegen und darum kämpfen. Und da werden halt die Mutanten reingezogen. Ein Mutant wird auch tödlich verletzt und wird dann tot zurück nach Krakoa gebracht, der Mutanteninsel. Und dort versucht man dann, diesen Mutanten wieder zu beleben, so wie das auch schon in den vorherigen Bänden passiert ist. Das heißt, ihr wisst, mittlerweile haben die Mutanten die Möglichkeit, verstorbene Mutanten wieder zu beleben, denen eine Art Backup zu verpassen, dass die ab einem bestimmten Punkt ihre Erinnerungen haben und quasi wieder sie selbst sind. Das konnte hier mit dem Mutanten nicht gemacht werden. Der ist zwar wiederbelebt worden, hat jedoch keinerlei Erinnerungen daran, was passiert war. Das heißt, diese Backup-Funktion klappt nicht, sodass es sich bei diesem Mutanten dann streng genommen um eine völlig andere Person handelt. Auch wenn die vielleicht körperlich identisch aussieht, ist es eine ganz andere Person, weil sie quasi komplett ohne Erinnerungen dasteht und wie eine neue Person agiert. Das ist etwas, was man herausfindet. Das heißt, man stellt also fest, dass die Mutanten, wenn die auf Otherworld sterben, wirklich tatsächlich gestorben sind und es keine Möglichkeit der Wiederbelebung gibt. Hinter diesem Wissen und im Hintergrund dieses Wissens passiert Folgendes, und zwar die Herrscherin über diese Dimension Otherworld, die über diese Realitäten dort wacht und das Portal und den Weg zur Erde bewacht, die heißt Saturnine. Und die veranstaltet einen Wettkampf. Die sagt, okay, wir lassen es nicht zu einer Eskalation oder zu einem Krieg kommen, wo die ganzen Dämonenherrscher auf die Erde einfallen und gegeneinander kämpfen, sondern wir bestimmen aus den jeweiligen Reihen 10 Kämpfer, die mit besonderen Schwertern Dimension, um die Zusammenkunft der Insel Krakoa und Arako, heißt sie, glaube ich, kämpfen werden und stattfinden werden. Deshalb wird da so eine Art Wettkampf veranstaltet. Die Mutanten, die an diesem Wettkampf teilnehmen, brauchen dazu, wie schon erwähnt, ein ganz besonderes Schwert. Und wie sie an dieses besondere Schwert oder diese besonderen Schwerter gelangen, das wird eigentlich in diesem Band erzählt. Das heißt, der Band, der bereitet auf diesen Kampf vor, bringt die Mutanten alle so weit, dass die an diesem Wettkampf teilnehmen können. Und in diesem Wettkampf geht es halt um nichts anderes als das Leben der Mutanten selber, die wirklich ihr Leben riskieren, mit dem Wissen, dass sie nicht wieder erweckt werden können. Und vor dem Hintergrund, dass sie wirklich um die Zukunft der Welt, so wie wir sie kennen, kämpfen. Bevor ich hier zu einem Abschluss komme und sage, wie ich das Ganze gefunden habe, würde ich sagen, schauen wir mal kurz zusammen ins Artwork rein. Ja, wie schon erwähnt, ist in Ten of Swords wirklich ein relativ gemischtes Artwork. Wir haben hier viele Künstler, die aus den verschiedensten Reihen hier an diesem Event beteiligt waren. Wie gesagt, besonders hervorheben möchte ich hier gerne die Arbeit von Mahmoud Asra, der die reguläre X-Men-Reihe zeichnet, und Viktor Bogdanovic, der für die Arbeiten an Wolverine zuständig ist. Die X-Men-Reihe finde ich wirklich großartig gezeichnet. Die hat eine wunderschöne Strichführung, großartige Zeichnung. Hier sehen wir diese Zeichnung aus dem Wolverine-Bereich. Die finde ich sehr, sehr düster, sehr atmosphärisch, unheimlich stark. Deshalb, wie gesagt, ich muss unbedingt mal in so einen Wolverine-Paperback reinlesen. Und insgesamt fand ich es eine gute Arbeit, gelungenes Artwork, sodass mich der Band insgesamt sehr, sehr positiv überrascht hat.
Ja, ihr habt es jetzt selbst gesehen. Großartiges Artwork, gerade die Zeichnung von Mahmoud Asra finde ich besonders gut gelungen. Auch so die Story von Wolverine finde ich extrem gut gezeichnet. Ich habe richtig Bock drauf, mal in die Paperbacks von Wolverine und von X-Force oder Marauders reinzugucken. Das sind alles kurze Story-Arcs, die hier auch eine Rolle drin spielen und eingebracht werden. Von daher fand ich eine runde Sache. Besonders gut hat mir gefallen, dass es halt quasi nahtlos zu den aktuellen Paperbacks funktioniert und eingebracht wird. Das heißt, da wo die Paperbacks Paperback 2 geendet haben, geht diese Storyline weiter. Die wird aus zwei solchen Bänden bestehen. Und ich gehe davon aus, dass mit Abschluss des zweiten Bandes hiervon die reguläre Paperback-Reihe weitergeht. Das heißt, alle X-Men-Leser sollten zwingend auch diesen Event lesen, einfach damit sie da nichts verpassen. Ich gehe auch davon aus, dass das Ganze irgendeine Relevanz für das X-Men-Universum haben wird, aber da lasse ich mich noch überraschen. Mir hat der Band insgesamt sehr gut gefallen. Gerade das Artwork fand ich auch wieder großartig, passt also wunderbar zu den bisherigen X-Men-Sachen, die ich gelesen habe, sodass sich das da nahtlos lesen lässt. Von mir bekommt der Band 8 von 10 Punkten, ist meiner Meinung nach eine klare Empfehlung. Und sollte auf jeden Fall jeder, der sich im Moment mit den X-Men beschäftigt, auch diesen Event auf keinen Fall verpassen. Der dritte Band, den ich euch heute vorstelle, ist Noir Burlesque. Das Ganze ist beim Carlsen Verlag erschienen als Hardcover-Album, kostet 24 Euro und ist geschrieben und gezeichnet von Enrico Marini. Enrico Marini hat schon mehrfach Geschichten geschrieben und gezeichnet. Die waren mir von der Story her meistens nicht ganz so gut in Erinnerung. Also es ist ein Top-Zeichner, der Enrico Marini, über alle Maßen erhaben. Als Autor hat er mich bisher nicht immer bekommen. Was zum Beispiel nicht ganz so gut funktioniert hatte, war die Reihe Gypsy. Die fand ich nicht so besonders, was mir allerdings, wobei, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob er die wirklich auch geschrieben hat. Ich meine aber ja. Also wie gesagt, die Reihe hat mir damals von der Schreibweise nicht so gefallen. Der Batman dagegen, den fand ich gut. Da war ich jetzt gespannt, wie das hiermit weitergeht. Wir haben hier den Terry B. Cole, der ist ein Krimineller im New York der 30er oder 40er, 50er Jahre. Würde ich jetzt sagen, irgendwie kurz nach dem Krieg auf jeden Fall. Wir lernen den Terry B. Cole kennen, der dort sein Geld als Krimineller verdient, ist gerade bei einem misslungenen Überfall, von einem misslungenen Überfall zurückgekehrt, trifft in einem Etablissement ein, wo sein Auftraggeber, ein lokaler Gangsterboss quasi, ihn schon erwartet, und er trifft in diesem Etablissement auf die Caprice. Caprice ist dort eine Burlesque-Tänzerin und oder auch Sängerin, ich weiß gar nicht, ob sie beides macht, ist auch egal. Auf jeden Fall trifft er auf sie und man merkt halt, die kennen sich aus der Vergangenheit. Das heißt, der Protagonist, der hatte früher ein Verhältnis mit ihr, wurde aber in den Krieg geschickt. Das Ganze hat sich aus den Augen verloren. Sie hat mittlerweile den Gangsterboss kennengelernt, in den sie verliebt ist. Und der sie quasi auch so ein bisschen als seinen Besitz ansieht. Und der Terry, der kann allerdings seine Finger nicht von ihr lassen, gerät so ein bisschen in Techtelmechtel mit ihr. Die haben dann auch, treffen sich dann auch in einem Hotel und verbringen da eine gemeinsame Nacht. Und nachdem diese Nacht beendet ist, tauchen auch schnurstracks zwei Gangster auf, die versuchen, den Terry dort kalt zu machen. Der kann so mit knapper Not dem entkommen und schafft es erstmal im ersten Step zu flüchtigen, kann aber den Fängen des Gangsterbosses nicht entgehen und gerät so mit ihm aneinander. Und darum geht es so ein bisschen in der Geschichte. Es ist also eine Story, die wir in irgendeiner Form schon irgendwann mal gelesen, gesehen haben, als Comic, als Buch oder als Film. Also von der Geschichte her ist es etwas relativ Generisches. Vom Stil her hat es mir aber trotzdem sehr gut gefallen, weil es passt halt alles zueinander. Das heißt, wir haben hier so eine typische Noir-Story. Wir haben auch die entsprechenden Dialoge. Das heißt, wir haben hier einen Kriminellen, der wirklich ein Macho ist. Der haut auch die macho-mäßigen Sprüche raus. Das macht wirklich Spaß, unterhält. Wirkt aber teilweise auch ein bisschen platt und generisch von der Story her. Weil es einfach nichts ist, was irgendwie neu ist oder besonders ist. Was aber neu und besonders ist, ist das Artwork dieses Bandes. Das ist wirklich großartig. Und ich würde sagen, bevor ich das weiter bespreche, schauen wir mal kurz zusammen ins Artwork rein. Ja, wenn Enrico Marini eins kann, dann wirklich hervorragend zeichnen. Dass er als Autor gut agieren kann, hat er auch schon mehrfach unter Beweis gestellt. Wie gesagt, es ist eine solide Story, die wir hier geliefert bekommen, aber was wirklich absolut hervorragend ist und hervorzuheben gilt, ist einfach dieses
geniale Artwork. Ich liebe den Zeichenstil. Gerade hier, wenn ihr es seht, diese in Grautönen, Schwarz-Weiß-Tönen gehaltenen Wasserfarbzeichnungen, die wir hier haben, die wirklich so detailliert, so gut gelungen sind und dann diese tollen Akzente mit diesem Rotton dazwischen haben. Das begeistert mich immer wieder, wenn ich diese Bilder sehe, könnte ich stundenlang dringend versinken. Ja, absolut bombastisch, was Marini da wieder abgeliefert hat. Also das Artwork ist wirklich großartig. Gerade diese Wasserfarbtechnik in diesen Grautönen, die wir haben, mit diesen roten Nuancen, die als Stilmittel eingesetzt werden, um auch die Caprice zu zeigen oder bestimmte Gegenstände deutlich zu machen, gefällt mir extrem gut. Auch dieses alte New York, was hier gezeichnet wird, teilweise auf großartigen Doppelseiten. Da gibt es ganz, ganz viel zu entdecken. Man kann sich in Bildern verlieren. Das macht so viel Spaß. Also vom Artwork her haben wir hier wirklich einen Band, der wirklich großartig gezeichnet ist, auf allerhöchstem Niveau. Ich mag den Zeichenstil von Enrico Marini, deshalb liebe ich diesen Band. Wie gesagt, die Story, die ist ein bisschen generisch, nichts Besonderes, kann man aber trotzdem gut lesen, unterhält, und das ist das, was ein Comic am Ende schaffen soll. Von der Optik her, von mir auf jeden Fall eine ganz, ganz klare Kaufempfehlung. Alle Marini-Fans sollten diesen Band kaufen, weil er einfach großartig gezeichnet ist. Und wie gesagt, Story ist in Ordnung, ist nichts großartig Bewegendes, nichts Neues, aber unterhält und ist auf jeden Fall solide geschrieben. Deshalb bekommt der Band insgesamt von mir auch 7 von 10 Punkten. Also gehört meiner Meinung nach immer noch in jedes Regal und eine ganz klare Kaufempfehlung. Ja, das war es auch schon wieder. Wir sind am Ende. Ich hoffe, es war was für euch dabei. Wenn euch das Ganze gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, einmal kurz die Glocke drücken. Ihr bekommt dann automatisch Bescheid, wenn die nächste Review online geht. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!